Song für Otto? Krass. Wäre eigentlich krass. Hype in den Chat, wer Bock hat auf eine Twitch-Folge. Ich brauche mehr Hype. Ein bisschen mehr Ladung hier in den Chat. Wir gehen heute bei Otto rein, okay? Der Seven Wishes Wild Teilnehmer, Otto. Okay, rein da, Chat. Freunde, kurze Frage. Im Chat, Denergy hat geschrieben. Wer ist Denergy? Oh, yes. Oh, Mann, das ist immer so unangenehm, Digga. Wir zerstören immer den ganzen Chat von jemandem, Digga. Ein Musiker. Jo, ich würde gern in einer Stunde einen Song für dich schreiben. Hast du Bock? Brauch nur 5 bis 7 Wörter von dir. Krass, okay. Ey, sorry, wenn ich kenne so wenig Leute aus dem Internet. Alles gut, das ist sogar geiler. Ihr dürft nicht böse sein, Denergy, sorry. Ich dachte gerade, ihr macht eine Anspielung auf Energy irgendwie. Was heißt einfach schnell 5 Wörter raushauen? Wörter, die ich mag? Ja, dann nimm Gigachat mit rein. Ihr schreibt's gerade. Bombenschärfer nicht, nein. 5 Wörter. Bombenschärfer? Einhorn. Was? So, Gigachat, Einhorn. Ah ja, weil dann... Ich würde gern falsche Mega mit dazu nehmen, wenn das okay wäre. Was? Falscher was? Bulletproof und Krokodil. Ist das okay? Okay, nochmal 2. Gießkanne. Gießkanne ist noch cool, ich hab's gerade geschrieben. Und Otto Army können wir noch reinpacken. Das finde ich cool. Überlebenskämpfer, Einzelkämpfer könnte man auch noch nehmen. Dann hat er ein paar zur Auswahl. Ich weiß ja gar nicht, was jetzt passiert, Freunde. Fettes Danke. Entschuldige, wenn ich dich noch nicht kenne. Ich sag mal noch nicht. Aber wir brauchen jetzt erstmal einen dicken Beat. Du bist eigentlich jetzt, also eigentlich bist du jetzt dran. Ich wollte auch gerade dazwischen. Okay, ja, sick. Was geht? Herzlich willkommen zu diesem erneuten Video. Yes. Dafür viel Spaß. Man ist bei Seven the West the Wild, ist richtig, ne? Genau, der ist bei Seven with the White, in the Wild mit Knoschi, Sova, Lova, Nova drin. Fritz, der ist da drin und survived gerade. Genau. Dann gib dir mal den letzten Beat, den ich dir bei Discord geschickt habe. Den letzten Beat? Ja, den letzten. Nur den letzten. Nichts anderes. Wir hören rein. Okay, geil. Haben wir. Ja, ist okay, oder? Safe. Der wird krass. Passt nicht zu Otto Rock? Immer noch schreiben, der passt nicht zu dem und dem und dem und dem. Digga, wir haben so viel Zeuges gemacht, was gar nichts zu dem Streamer Null. Nicht gepasst. Vertrauen, also ihr müsst wirklich, Das sind halt, wer ist neu hier im Chat? Wer ist gerade neu? Guck mal, erste Nachricht gechattet. Die erste Nachricht, Druide, die du reinschreibst, ist passt nicht. Lass dich von deinem Gegenteil überzeugen. Wer ist ein OG und weiß, dass egal, was wir tun, ein fucking Banger wird? Eins in den Chat. Scheiße. Am Ende dann wieder Fan, weißt du? Am Ende ist dann doch krass. Am Ende so, boah, Brudi. Am Ende, boah, hab ich doch gleich gesagt. Jetzt verkacken wir so, perfekt. Pass auf jetzt, Digga, was für eine Hook. Spring so stick, sag mir, was du ne Wanne willst, das wird großartig, safe. Springst aus dem Heli, tief ins Wasser, in Seven with Wine. Pass lieber auf und brich dir bitte kein Bein. Emotes in den Chat, es ist soweit, Musikvideo-Time. Für Otto, let's go, fucking go. Nur Emotes reinballern, wir haben nicht viel Zeit mehr. Otto, ich weiß, du weißt gar nicht gerade, was abgeht, okay? Aber wir dachten einfach, dass wir einen Song für dich schreiben. In einer Stunde. Für dich. Springst aus dem Heli ins Wasser hinein. Nach Panama. Man will mehr am Ende. Man denkt sich, was? Schon vorbei? GG-Chat, das ist krank. Das kommt geil. Nach Panama. Okay. Was geht, Jumps? Bist du fertig? Ja, yeah, hear me. Ist nice? Is a hit. Echt geil, Digga. Die Idee ist krass mit dem, dieses Bulletproof. Weißt du? Is a hit, Leute. Das ist Jumps proof. Ihr könnt euch alle beruhigen. Ihr könnt euch alle hinsetzen. Digga. Holt euch ein Popcorn, aber nur ein Popcorn. Setzt euch nach hinten. Und jetzt genießt die fucking Show. Video von Denergy. 5, 4, 3, 2, 1. Glück ab. Ich weiß, du weißt gar nicht gerade, was abgeht, okay? Aber wir dachten einfach, dass wir einen Song für dich schreiben. In einer Stunde. Für dich. Springst aus dem Heli ins Wasser hinein. Ob du für dich startet grad, Seven in the Wild. Und du lass deine Sorgen los und schwimm bis zum Ufer. Mit deinem Einhorn am Arsch weiß man, du bist ein guter. Hörst du auf nach Panama, vor laufender Kamera. Ja! Heute siehst du bombastisch aus. Ich bin dein Bombenschärfer. Ich hoffe, du fliegst nicht raus. Du bist ein Überlebenskämpfer. Und daran kann man gar nichts ändern. Oh, das Krokodil hat Angst, wenn sie dich sehen. Bist du nach 7 Tagen immer noch am Strand stehen? Lass uns aufs Ganze gehen. Nein, du fliegst nicht raus. Hältst jedes Krokodil in deinem Haus. Yeah. Im Shelter baust du alles selber. Du bist ein guter Fallschirmjäger. Jede Nacht wird es kälter.
wie soll ich sagen? Warum ist das so sympathisch? Du wolltest eine Gießkanne als zweiten Gegenstand. Doch die war zu OP und wortgewandt. Und ich hoffe, dass du auf der Insel nicht den Verstand verlierst, weil ich dich nicht verlieren will. Otto, bitte, bitte. Otto, ich weiß, dass du es schaffen wirst. Denn du bist bulletproof. Verstehst du? Listen, baby, I've been bulletproof. Du bist der Bär im Jungle. Dschungelbuch. Wir sind in den Chat! Otto, lass deine Sorgen los und schwimmen bis zum Ufer. Mit deinem Einhorn am Arsch, weiß man, du bist ein guter. Auf nach Panama, laufender Kamera. Du bist gestrandet, aber nicht allein. Otto Army ist auch dabei. Wir sind da, auch wenn du's nicht merkst. Dein Herz, hoffentlich gesund heimkehr. Du hast keinen Schmerz ohne uns. Yo! Boah, Halleluja! Wie kann man denn sowas da raushämmern, Mann? Alter, direkt der Anruf. Ich habe gerade deine Reaktion gesehen. Richtig nice. Geil, Hammer gemacht. Wahnsinn, wie du das in einer Stunde hinbekommst. Ey, heftig. Ich sag dir ehrlich, es ist natürlich so, dass ich das schon oft mache, aber der Chat und mein Produzent, die holen noch so viel raus. Also der Chat schreibt so viel mit und die sind einfach geisteskrank. Seit paar Wochen sind die verrückt geworden, was Texte angeht, wirklich. Alter, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Dass das so aus wie aus einem Guss wirkt, nach einer Stunde. Das ist ja nichts an Zeit. Ich muss auch sagen, ich habe den Beat sehr gefühlt. Also heute habe ich richtig viel nice, positive Vibes gehabt. Und da kamst du perfekt rein, hast gelächelt und dann dachte ich, okay, let's go. Richtig gut rüber, Hammer. Wahnsinn, das heißt, das Video kann man bei dir auf YouTube, es wird jetzt eh hochgeladen. Genau, wir haben so eine kleine Reihenfolge, also immer so die aktuellsten, die wir gemacht haben. Und dann ja. So in einer Woche oder spätestens in zwei Wochen kommt das dann auf YouTube so nice geschnitten, wie wir das alles produziert haben und das Behind the Scenes sozusagen. Hammer. Kann ich mir den Song denn bei mir, darf ich den schon hochladen? Ja, klar. Du kannst deine Reaction schon mal hochladen. Klar. Wahnsinn. Ich fühle mich sehr geehrt, du. Wirklich, mein Lieber. Es freut mich so krass. So eine krasse Reaktion, wirklich. Also, dass ich angerufen werde, war das letzte Mal bei Knossi, glaube ich. Aber sonst ja. Sehr, sehr nice. Richtig cool. Ja, auf jeden Fall. Du bist ja auch, verträgst ein bisschen Humor. Magst du amerikanische Lebensmittel? Süßes und sowas? Also, ich meine, du siehst so aus, als würdest du gern Süßes mögen. Bist du noch dran? Ey, perfekt, Mann. War richtig cool, Otto. Richtig nice. Yo, what the fuck? Ich hab grad eine Stunde einen Song für dich geschrieben und du disst mich direkt. Ich hätte lieber einen Diss-Song schreiben sollen, Mann. Nein, pass auf. Ich importiere aus den USA Lebensmittel, Süßigkeiten, also Twinkies, Twizzlers, Rainbow Nerds. Also ich würde dir einfach, schick mir privat mal gerne irgendeine Adresse und dann hämmer ich dir ein geiles US-Cap. Was soll ich meinem Arzt sagen? Ja, dass das Leben nur einmal gelebt werden kann. Oder schick mir. Ja, okay, ich hab ein paar Freunde, auf die was essen würden. Okay, perfekt, cool, ja, warum nicht? Danke fürs Angebot. Ja, auf jeden Fall, hämmern wir es raus. Wie gesagt, mach ich ein geiles Paket fertig mit ein paar Sachen drin. Krass, ich bin voll geehrt. Ey, fettes Danke. Ich höre es mir jetzt ein paar Mal an, erstmal.